Ja, grüße euch, hallo. Heute will ich mal wieder eine Runde was basteln. Aber zuvor zeige ich euch nochmal zwei Sachen, die ich gestern noch per Post bekommen habe. Das sind so schöne Schiebewandwagen von Elektrodrehen. Da habe ich ja schon ein paar im Sortiment. Da habe ich nochmal zwei dazu bekommen, um den entsprechenden Zug etwas zu ergänzen. Die werde ich noch ein bisschen farblich gestalten, ein bisschen altern, damit sie zu den anderen ganz gut dazu passen. Aber das ist ein späteres, ja, es heißt Projekt. Ein richtiges Projekt ist das nicht. Das ist ja nicht so viel Arbeit, ne? Zumindest bei den zwei Wagen geht das halbwegs. Heute geht's oder soll es gehen um die P8 von Fleischmann. Die steht ja schon seit, ja, Monaten eigentlich im Regal. Ja, und da will ich jetzt mal dran gehen, der mal ein digitales Herz einzupflanzen, ne? Ja, schönes Modell. Aufzumachen gehen sollte die eigentlich relativ einfach sein. Unten vorne gehe ich mal von der großen Schraube aus und von der kleinen da hinten. Tender geht eventuell mit Aufspreizen ab. Das schaue ich mir gleich mal an. Passender Schraubendreher, Fred. So, nicht mal gucken. Okay, das Ding ist dann doch etwas fester. So, Schraube 1. Und Schraube 2. Aber ich glaube, die Schraube 2, ja doch, Schraube 2 und Schraube 1 ist schon mal gut, weil, wie man sieht, geht das schon mal ab hier, das Ganze. Da habe ich dann schon mal richtig vermutet. Ja, wie stellt sich das da? Kesselbereich, relativ wenig bis kaum Platz. Hier ist so eine kleine Öffnung. Hier im Kessel selber liegt ein Gewicht. Hier vorne ist ein Bereich für das Licht, für die beiden Laternen vorne, weil die hat nur zwei Laternen. Da ist oben kein drittes Spitzenlicht. Das stellt sich schon mal so dar. Ja, die lange Schraube. Upsi. Kurz beiseite. Ja, spannende Konstruktion. Stromführung da hinten hat man bei Fleischmann üblich, hier diese zwei Kabel, ne? Weil viel mehr braucht man ja nicht. Motor sitzt im Tender. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass der mit Aufspreizen zu öffnen ist. Also ein bisschen Schraubendreher, vorsichtig da reingefahren. Dann lupft sich das Ganze auch so ein bisschen ab. Zack, zack. So. Da hat man dann schon den Ständergehäuse in der Hand. Ja, zum Vorschein kommt der allseits bekannte Rundmotor. Ich ja gerade mal gucken. Jawohl, das ist etwas neuer, das Modell. Hat also schon ein Motorschild, was man relativ einfach massefrei machen kann. Das ist schon mal sehr gut. Upsi. So, Vorlaufdrehgestell nehme ich gerade mal beiseite. Brauche ich im Moment nicht. So. Aber voilà. Da fällt da unten natürlich auch gleich die ganze Bremsenschiss ab. Lege ich auch mal beiseite hier, ne? Das ist auch ad hoc nicht nötig. So, hier stellt sich das Problem: Wo kommt der Decoder hin? Ne, wie ihr sehen könnt, im Tender ist da kein Platz. Ne, hier dieser Raum, der wird komplett vom Motor ausgefüllt. Ja, hier vorne irgendwo ist also auch nicht möglich. Also, was bleibt übrig? Im Endeffekt dieser kleine Raum hier vorne, wo der Decoder rein kann.
Das ist natürlich auch nicht sehr groß bemessen, dieser Platz. Sehr schade ist, dass hier so ein Steg ist oder so eine Hülse, wo man das Teilchen festschraubt, weil wenn das nicht da wäre, hätte man da sehr viel Platz. Na, man könnte dann auch zum Beispiel noch hier diese Grundplatte, also das schwarze Teil, könnte man etwas kürzen. Dann hätte man hier nämlich relativ gut Platz drinne. Aber wie gesagt, das wird halt leider verhindert durch diesen Steg. Könnte man den Decoder hier seitlich hinlegen und dann hier in diesem Bereich irgendwie eventuell sogar noch eine Schnittstelle mit einbauen. Das muss ich mir gleich genauer anschauen, wie ich das mache. Na, aber das wird schon irgendwie da reingehen, das Dingen. Jo. Also ich denke auf jeden Fall, dass ich hier dieses schwarze Teil wegnehmen werde, um etwas mehr Spielraum für einen Decoder zu haben. Denke mal, da komme ich nicht dran vorbei. Weil, wie gesagt, im Tender ist also so gut wie kein Platz vorhanden. Ne? Das ist schon mal ganz, ja, ist halt schlecht, aber halt nicht so gut. Ne? So, erste Arbeit wäre dann aber dennoch, hier nochmal das Gewicht abzunehmen, um an die Zuleitungen ranzukommen. Sprich, der Motor muss ja passend angeschlossen werden an die Decoder-Zuleitungen. Dazu muss halt der Gewichtsblock raus. Der hat hier zwei Schrauben, wo der gehalten wird. Die nehme ich mal ab. So, dann geht der Kollege schon runter. Lege ich auch kurz beiseite. Ja, letztendlich bleibt dann der Zack, Zack, erstmal die Lötstation anschmeißen. Ja. So, Kupplung kommt natürlich auch eine andere dran, ist auch klar. Aber wie gesagt, jetzt schaue ich mir das nochmal an. Ich werde jetzt erstmal die Leitung abmachen. Dann kann ich diese beiden Teile schon mal hier auseinander machen. Und kann dann an beiden Teilen getrennt arbeiten. Ich muss mal gucken, ob ich hier stromabnahmemäßig am Tender irgendwas habe. Ist gut möglich. Und das wäre dann auch noch eine Leitung, die ich nach vorne laufen lassen müsste. Licht brauche ich ja zweimal auf jeden Fall hinten und dann halt Motor zweimal. Das wären schon vier Kabel. Wenn ich eine Stromabnahme rechts links hätte, müsste ich also sechs Kabel nach vorne führen. Ja, das wird spaßig, aber lässt sich dann nicht vermeiden. So, die Beleuchtung hinten sitzt halt hier eine kleine Glühbirne drin. Da wird das Licht oder der Strom zugeführt. Zugeführt. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Modul, was dafür zuständig ist, dass das Licht halt nur bei Rückwärtsfahrt leuchtet. Ne? Das werde ich logischerweise rausnehmen. Diese kleine Halterung werde ich rausnehmen. Die Glühbirne werde ich rausnehmen. Und da kommt dann eine kleine warmweiße LED rein. Rot-weißen Lichtwechsel muss ich mir überlegen. Wäre möglich, wäre dann nochmal ein zusätzliches Kabel. Dann wären es dann schon sieben. Ne? Ja, weiß ich noch nicht so genau. Gut. Lötfred ist fertig, aber ich schraube erstmal. So, ich schraube jetzt erstmal hier dieses Teil ab. So, ich drehe das mal rum. Ja, das ist halt hier dieses kleine Halteblech für die Glühbirne. Upsi. Also wenn es im Hintergrund gleich knallt und donnert, da sind die Inspektoren, die sind gerade angekommen, die flitzen hier so ein bisschen Weltgeschichte rum. So, mal gucken, wie das alles abgeht hier. Also da ist einmal ja, eine Plus- und eine Minusleitung sehe ich da dran. Na, hier unten ist nochmal, das heißt, ja, Entschuldigung, oben ist Minus, unten läuft Plus zu der kleinen Glühbirne hier hin. Ja, das brauche ich alles, wie gesagt, nicht. Das kann ich entfernen erstmal soweit. So, das greift dann hier den Strom von dem Motorschild ab, dieses Bauteil. Heißt, was heißt heißt? Aber wie gesagt, die Leitung mache ich auch erstmal ab. So, das kann ich, wie gesagt, erstmal den Tender von der Lok trennen.
und kann mir erstmal den Tender in aller Ruhe anschauen. Das so ein bisschen sauber machen, das Ding. Glühbirne rausnehmen hier hinten. Auch einfach nur rausschieben. Zack. Na, ist rausgefallen. Nö, ach, die saust noch da rum. So, na, wie gesagt, das Motorschild. Das ist relativ einfach, massefrei zu machen. Dazu muss ich es trotzdem auch ausbauen, damit da kein Schleifstaub irgendwo dran kommt. Hier dieses Drosselvieh mache ich weg. Dann ist hier nochmal so ein Entstörungel, den schmeiße ich auch raus. Ja, und dann zeige ich euch gleich, wie man das Gerät massefrei macht, ne? Aber erstmal jetzt das Ding auseinanderbauen. Ja, ich mache erstmal die Dinger ab hier. Diese Entstörfredis hier, die kommen weg. Also damit so ein Motor einwandfrei läuft, müssen diese ganzen Entstörkramszeug, muss da nicht dran. Ja, das ist alles unnötig. Der läuft auch ohne diesen Schiss absolut hundertprozentig, der Motor. Ich gucke mal, ob ich euch das zeigen kann. Ja, einfach Batterie dran. Habt ihr gesehen, der ganze Entstörspuk ist es ab. Motor läuft wunderbar. Wie gesagt, ne, zum Betreiben des Motors. Damit er fährt, ist dieser Entstörkram nicht nötig. Das kann man alles rausschmeißen. Gut. Jetzt nehme ich das Motorschild ab, weil ich muss hier eine Trennung einbauen, damit das Ding massefrei ist. So, ich muss mal gucken, wie man das abmacht, das Ganze. Dann hüpfen natürlich die Kohlen da raus. Kann man auch vorher abmachen. Ja, hier die Kohlen, aber da sind sie, die Kohlen mit den Federn, ne? Die sehen ja noch ganz okay aus. Brauchen also nicht zwangsläufig erneuern. So, den Kollektor. Ich mach das mal ein bisschen zurück. Ja, der Kollektor, der ist ein bisschen schwarz, den mache ich gleich mit Isopropanol sauber. Gucke auch, dass hier die Zwischenräume schön sauber sind. Ja, und dann geht es darum, hier dieses Motorschild massefrei zu machen. Kann man dann schon mal hier diese Kappen entfernen, weil die muss man sowieso abmachen, um nachher die Kohlen wieder einzubauen. So, wichtig ist es, ja, hoffentlich kann man das richtig sehen, dieser Motorkontakt ist massefrei, das heißt, hier ist eine durchtrennte Leiterbahn, hier unten auch. Und die Bahn ist auch nicht hier mit dem Achslager verbunden, sprich dieser Kontakt. So, auf der anderen Seite hier, ich hoffe, man kann das erkennen, ne, da ist auf jeden Fall hier über diese Schraube ein Kontakt zum Rahmen gegeben. Das heißt, ich muss hier auf jeden Fall auftrennen, damit diese Schraube den Strom nicht hier zum Motorkontakt weiterleitet. Und weiter ist es ganz wichtig, dass auch hier diese Metallfläche keinen Kontakt mehr hat hier zum Wellenlager. Ne? Das heißt, das muss ich hier auch noch auftrennen, hier zwischendrin eine Trennung machen. Weil sonst hat man hier einen Kurzschluss. Ne? Das Ding hier, sprich das Wellenlager, darf auf keinen Fall Kontakt hier zu diesem Motorkontakt haben. Ne? Sonst funktioniert das Ganze nicht. Das mache ich gerade mal fertig und dann zeige ich euch das gleich. So. Na, zum Einsatz kommt hier mal ein kleiner Broxon mit so einer kleinen Trennscheibe. Und dann mache ich das jetzt mal auseinander, das Zeug. So, muss ich überlegen, wie ich das laufen lasse. So, das Auftrennen ist jetzt fertig. Ihr seht also hier, habe ich aufgetrennt. Das heißt, die Schraube, die jetzt hier sitzt, kann den Strom
jetzt der vom Rahmen kommt, nicht mehr hier weiter führen auf diesen Motorkontaktbereich. Und genauso ist hier in der Mitte eine Trennung entstanden. Genau hier ist eine Trennlinie, sodass von dem Wellenlager ebenfalls kein Kontakt mehr hier ist zu dem Motorkontakt, weil das Wellenlager, das steht unter Strom. Ja, da muss man unbedingt aufpassen, dass das hier aufgetrennt ist. Dass das Wellenlager unter Strom steht, ist für den Digitalbetrieb nicht schlimm. Es darf halt nur kein Kontakt hier zu diesem Motorkontakt sein. Deshalb muss man hier das auch auftrennen. Beim Auftrennen natürlich auch vorsichtig sein, dass man eben nur diese Metallbeschichtung trennt und nicht vielleicht das ganze Plättchen hier durchschneidet. Ne? Sonst hat man leider Pech gehabt. Sicherheitshalber, damit da nichts in die Hose geht, prüfe ich das Ganze nochmal durch. Ich mache also hier nochmal einen kleinen Check, dass das wirklich gut sauber getrennt ist. So, das heißt, ich gehe erstmal hier außen dran. So, hier ist also kein Kontakt mehr. Und jetzt vom Wellenlager zu dem Motorkontakt ist auch keine Verbindung mehr, sprich kein Kontakt. Heißt, das Ding hier ist jetzt auf jeden Fall massefrei. Ne? Hier pfeift das ist klar, muss ja so sein. So, und das andere Kontaktteilchen hat auch keinen Kontakt zu irgendwas. Das ist auch massefrei. Ne? Das ist eigentlich normalerweise immer. Es geht eigentlich nur, wenn man drauf guckt, geht es eigentlich immer nur um das linke oder sagen wir um den linken Motorkontakt. Der ist halt oftmals nicht isoliert. Der rechte ist eigentlich immer isoliert. Ne? Und wie gesagt, durch diese beiden Auftrennungen ist der jetzt auch isoliert und jetzt ist dem Digitalbetrieb nichts mehr im Wege gestellt. So, das heißt, ich mache jetzt den ganzen Kladderadatsch ein bisschen sauber. Baue dann hier diesen Motor wieder zusammen, öle den so ein bisschen und dann ist erstmal diese Geschichte hier soweit fertig. Na, habt ihr gesehen, das geht relativ schnell und einfach. Das ist kein Hexenwerk, kann man auch nichts falsch machen. Wie gesagt, wenn man aufpasst, dass man das Ding halt nicht durchsägt hier. So. Na, den Kollektor, der ist jetzt wieder schön sauber, wie ihr das seht, der glänzt wunderbar. Ja, kommt dann ein Tröpfchen Öl dran und dann kann ich das Gerät da schon mal zusammensetzen. So. So, die beiden Schrauben natürlich mit Gefühl andrehen, na, dann die Motorkohlen wieder da reinmachen, kleinen Deckelchen aufsetzen, gucken, dass man die Feder dabei nicht verbiegt, verklemmt oder was auch immer mitmacht. So, das Ganze wieder zusammengebaut. Kann man natürlich auch gleich einen Funktionstest nochmal machen mit der Batterie, wie man die an die Motorkontakte dran hält. Dann sollte das Ding jetzt laufen. Ne? Also, Apparat bewegt sich. So ist alles in Ordnung. Prima. So, andere Richtung. Funktioniert genauso. Also, das ist schon mal in Ordnung. Soweit alles gut. So, das Getriebe werde ich dann im Anschluss nachher noch ein bisschen fetten. Dann gucke ich mir hier unten das nochmal so ein bisschen an. Ich sehe auch gerade, dass der Kollege hier eine Stromabnahme hat, hier unten in dem Bereich. Muss ich nochmal ganz kurz gucken, ob die von links oder von rechts kommt. Das kann man ein bisschen sauber machen. Mal kurz die Haftreifen testen, ob die noch so halbwegs in Ordnung sind. Ja. Die sind noch ein bisschen weich, obwohl der da relativ porös aussieht hier. So, ich habe jetzt dem Fahrgestell nochmal neue Haftreifen verpasst. Das sind Märklin
Haftreifen. Hier seht ihr die Nummer. Also von diesen Märklin Haftreifen habe ich ja schon oft gesagt, bin ich ziemlich überzeugt. Die haben ziemlich guten Grip. Die sind jetzt da drauf. So, wie gesagt, das Ding sieht soweit gut aus. Das kann ich eigentlich wieder zusammenbauen. Mal gerade mal was probieren. Okay, das ist jetzt. Moment mal, das ist die Lok vor. Und das ist das links, ne? Okay, das klingt links ab. So. Na, ihr seht ja hier auf dem Motorschild, wo ich hier die Trennung durchgeführt habe, ist ja eine Lötstelle. Und da hatte ich ja gesagt, dass über diese Schraube vom Rahmen Strom geführt wird. Und das ist jetzt hier in diesem Fall linke Stromabnahme. Ne? Das heißt, die linken Räder, die beiden hier, die nicht angetrieben sind, zumindest das hintere ist nicht angetrieben, die beiden ohne Haftreifen, ne? Hier sind keine Haftreifen drauf. Da die linke Seite, der Strom, der läuft nochmal hier auf diesen Kontakt. Und den nehme ich natürlich mit, ne? Um eine bessere Stromabnahme zu haben. Ja. Ja, hier an den Rahmen hatte ich ja gesagt, die Kupplung, die tausche ich auch gleich aus, wenn ich das schon mal lose in der Hand habe, das Teilchen. Kurz ein bisschen von dem Öl abmachen. So. Das ist ja keine Kupplung, das ist ja noch keine. Dann sieht es nicht so. So, als Kupplung kommt da rein die Fleischmann, das ist die 6516, ne? Die muss dann ran. Den Zappen brauche ich erstmal nicht. So, einmal die Kupplung. Ja, die muss man dann unten den Zapfen rausziehen. Hier oben mit dem Finger ein bisschen drüber halten, weil hier ist diese kleine Haltefeder, damit der die nicht abhaut. Ne? So, den Bolzen rausziehen oder den Zapfen. Vorsichtig, dass die Feder nicht wegspringt. So, und jetzt gucken, dass man den neuen Kupplungskollege da richtig drauf steckt. Wie gesagt, auf die Feder Acht geben und dann den kleinen Stift wieder unten reinmachen. Das geht ohne Katzenhaare. So, jetzt hat das Ding auch eine Profikupplung, ne? Gut. Das ist alles kein Hexenwerk.
Das Ding ist soweit fertig und kann das wieder da rein. Bisschen Fett kommt da noch dran gleich. Okay. Na, so der Motor oder das Fahrgestell ist jetzt wieder in diesem Rahmen hier drin. Ja, kann ich weiter basteln. Da kommen jetzt entsprechend meine Leitungen dran, die ich ja wie gesagt dann nach vorne führe in den Raum vom Kessel. So, Stromabnahmen sind da. Ach, da ist ein Sift auf dem Donner. So, ich habe jetzt hier gerade dieses kleine schwarze Blättchen noch abgenommen, um hier halt den Raum etwas zu vergrößern, weil da ja zwangsläufig der Decoder rein soll. Ne? Muss ich mal gucken, was ich überhaupt noch da habe an Decodern. DCC 6-Pin habe ich noch. So, das heißt, ich habe noch einen mit einer 6-poligen Schnittstelle. So, das heißt, diese 6-polige Schnittstelle baue ich ein. Ja, das ist diese Nummer von ESO hier. Und dann kommt halt der Lokpilot 5 da rein. Das ist der hier. Das ist der Lokpilot 5 in der DCC-Version. Ne? Da ich nur DCC brauche als Protokoll, nehme ich immer die DCC-Version. Na gut, die sind immer 1 Euro oder 1,5 Euro billiger als die anderen. Und die anderen... Den anderen Kram brauche ich halt nicht. Daher reicht hier DCC. Gut. So, der Decoder sollte hoffentlich da in diesen Raum passen. Bisschen Glück, geht das ganz gut. Also der Decoder passt hier an der Seite wunderbar rein. Na, der liegt jetzt hier an der Wand, der Decoder. Dann kann ich hier in diesem Bereich die Schnittstelle einbauen oder da hinten hinlegen. Und dann passt das so ganz gut zusammen, denke ich mal. Okay, Schnittstelle dahin, den da rein. Jo. Das sollte funktionieren. So, mein Rücklicht ist soweit fertig. Das ist jetzt wieder eine 3528 SMT LED. Das ist eine Duo LED. Die habe ich mir im eBay geholt bei diesem Anbieter hier, KT Elektronik. Das sind, ja wie gesagt, Duo LEDs, warmweiß-rot. Und die haben den Vorteil, dass die den Pluspol auf einer Seite haben. Ansonsten sind die Pluspole diagonal bei den Duo-LEDs angelegt. Das heißt, wenn man da mit einer blauen Leitung arbeitet, muss man den diagonal über die LED drüber löten. Und bei dieser Version kann man halt von einem Pol zum anderen, sprich die liegen direkt nebeneinander, die blaue Leitung laufen lassen. Ne? Ich habe dann an die Minuspole jeweils
für Weiß und Rot einen 1,5 Kilo-Ohm so ein Mini-Kohleschichtwiderstand angelötet und daran dann jeweils für Weiß ein gelbes und für Rot halt das grüne Kabel. Da mache ich jetzt nochmal einen klaren Schrumpfschlauch drum. Und dann kommt das Ganze dann hier hinten rein, wo die Glühlampe gesessen hat. Jo, mache ich gerade mal. So, ja, der Schrumpfschlauch ist jetzt da drum. Bevor ich den jetzt verschrumpfe, mache ich nochmal einen Test. Ich kann das jetzt hier mit einer 9-Volt-Batterie machen, weil ja meine Widerstände da dran sind. Ne? Ansonsten geht das mit einer 9-Volt-Batterie nicht, dann sind ist das LED-Gerät im Eimer. Ne? Hoffentlich kann man das sehen. Also das Weiß funktioniert hier. Ne? Und der andere Onkel ist dann rot. Kann man auch sehen, dass das leuchtet. Ne? Also das Gerät funktioniert. Kann ich also den Schrumpfschlauch verschrumpfen und kann dann das Gerät da reinbasteln. Gut. Also diese klaren Schrumpfschläuche kann ich euch also sehr ans Herz legen. Ne? Die sind echt Gold wert, um so ein LED-Klumpatsch hier halt richtig schön isolieren zu können. Ne? Das ist eine feine Sache. Nebeneffekt, es stabilisiert halt auch so ein bisschen die Leitung hier an dieser LED, dass die nicht so leicht abkrachen. Ne? So, mit den kleinen Klobis da reinmachen. So, ein bisschen kürzen hier. So. So, wir müssen die Leitung hier durch diese Öffnung durchfrickeln. So. Ja, mit dem roten Rücklicht, da haben schon etliche von euch gesagt, ja, Dampfloks haben kein rotes Rücklicht. Die haben halt nur so eine rote Scheibe hinten dran gehabt. Ja, aber wie will man so eine rote Scheibe simulieren, ne? Irgendwo ist das Licht ja doch rot dann da hinten. In der Regel zwar nur auf einer Seite, ich meine auf der rechten. Aber, naja, ist egal. Ich mache das nicht regelmäßig, dass ich da jetzt rot und weiß reinmache. Hier hatte ich jetzt mal Lust, wieder ein rotes Licht einzubauen. Deshalb mache ich mal ein rotes Rücklicht da rein. Das kann ja jeder machen, wie er lustig ist. Fertig ist die Kiste. So. Na, die LED liegt jetzt da hinten drin. Ausstrahlwinkel ist halt nach da vorne. Und dann sollte das eigentlich normalerweise ganz gut funktionieren. Hoffe ich doch. So, jetzt muss ich den Leitungskram irgendwie nach da vorne bringen. Denk mal, da werde ich vielleicht noch einen Schrumpfschlauch langlegen. Gucken, wie das mit dem Gewichtsklumpen aussieht. Ja, das kann man da so lang laufen lassen, das Kabelzeug, ne? Seht ihr, kommt dann hier vorne raus aus dieser Öffnung und dann muss ich halt hier unten runter nach vorne. So, bevor ich hier weiterarbeite, mache ich jetzt erstmal meine Stromabnahmekabel, meine linke Stromabnahme dran, sprich eine schwarze Leitung und dann kommen die Motorkontakte da dran, sprich Motorkabel, orange und grau. Ja, da schaue ich gerade mal. Die könnte ich ja eigentlich direkt von der Schnittstelle hier gleich nehmen, ne? Einen Moment, muss ich gerade mal kurz überlegen, wie ich das jetzt hier mache. So, das. Kleines Schrumpfschläuchlein. Dann brauchen wir auf jeden Fall Schrumpfi. So, ich bin jetzt gerade dabei, hier einmal diese Platte zu lösen. Da hängen die Stromabnahmen dran.
Weil ich muss ja irgendwie mit meiner Leitung vom Tender hier oben reinkommen. So, und diese Kabel, die ursprünglich da dran sind, laufen da hier unten rein und kommen da irgendwo raus. Und da will ich halt meine Kabel lang laufen lassen. Ne? Deshalb muss ich das mal hier so ein bisschen aufmachen. Ich hoffe, das kriege ich alles wieder vernünftig zusammen, diesen ganzen Schiss hier. So, man muss das hinten hochheben, so ein bisschen nach hinten ziehen, weil das hier vorne mit so ein paar Nasen gehalten wird. Ja, ich hoffe, ich kriege den ganzen Schiss nachher wieder richtig zusammen, Mensch. So, das ist schon mal ab. So, ne, hier sind die Stromabnahmeleitungen dran. So, dann muss ich mir gerade mal schauen. Kann ich nicht gebrauchen, ja. So, das ist ein Lampenkontakt, den kann ich auch nicht benutzen, den kann ich auch wegmachen. So. Jo. Das kann ich auch machen, ja. So, da das gerade ab ist, sind hier unten sind so Kanäle. Hier, da kann ich sehr wahrscheinlich meine Leitung langlaufen lassen für die vordere Laterne. Ich gerade mal schauen, wie ich das mache. Die lag da so schön drin. Bisschen Friemeln kriegt man da eine 3 mm Warmweiße rein. Ich schleife jetzt ein bisschen ab. So, ich habe jetzt hier vorne die LED reingemacht. Da sitzt halt direkt am Minuspol wieder so ein kleiner Mini-Widerstand. So, die Kabel habe ich hier ein bisschen festgeklebt. Sekundenklebe, damit die hier nicht in das Loch reinrutschen, weil da kommt ja der Kessel runter mit der Fassung zum Festschrauben. Ne? So, das heißt, ich lege jetzt hier in diesem kleinen Kanal, in dieser Vertiefung, lege ich die Leitung da hinten. Und dann kann ich suchen natürlich die Schleifkontaktplatte wieder einbauen. Ne? Ja, die Leitung kommt dann sehr wahrscheinlich hier oben raus. Muss ich mal sehen, wie ich das mache. Ja, das ist der nächste Schritt. So, ich bin jetzt hier gerade dabei, die Kabel zu verlegen. Das ist ein bisschen chaotisch, ich weiß. Na, da müssen jetzt diverse Kabel von vorne, von der Schnittstelle, die müssen jetzt nach hinten in den Tender. Die Kabel habe ich dann hier unten durch das Loch durchgefädelt, sprich von oben eingefädelt. Die von vorne kommen, die von hinten kommen, das ist ja gelb, grün und blau. Die habe ich dann von unten da durchgefädelt. Das sieht jetzt hier super chaotisch aus, lässt sich aber ad hoc erstmal nicht vermeiden. Na, so ist der ganze Kram dann zusammen. Ich
Schnittstelle, wie gesagt, die ist dann hier. Die muss ich dann in diesen Raum da oben reinmachen, wie gesagt. Und jetzt muss ich halt diesen ganzen Kabelkram hier nochmal sortieren. Wie gesagt, die Motorkabel an den Motor anlöten. Das ist nochmal meine Stromabnahme links. Da habe ich ja gesagt, da hole ich mir ja auch nochmal einen Stromkontakt, beziehungsweise einen Stromabnahmekontakt. Die schwarze Leitung habe ich hier ein bisschen abisoliert, weil da gehe ich dann hier an den linken Kontakt dran für die Stromabnahme vorne von der Lok. Ne? Das mache ich da dran und dann logischerweise das rote Kabel, das werde ich dann hier anlöten. Ja, und dann habe ich dann meine Stromabnahmen von vorne. Ja, das werde ich jetzt erstmal so ein bisschen nachverfolgen, sprich fertig machen. Und dann sage ich euch nochmal, wie das ganze Chaos dann fertig ausschaut. So, ich habe jetzt hier die Kabel für den Motor. So, die Kabel für den Motor sind jetzt hier dran. Ne? Einmal Motor rechts, einmal Motor links und hier hinten an dieses Pad habe ich, wie gesagt, das schwarze Kabel angeschlossen für die Stromabnahme links. Ne? So, das heißt, der Tender ist jetzt im Prinzip fertig. Dann muss ich gucken, dass ich jetzt das Tendergewicht hier wieder drauf bekomme. Da ist hier unten ja so ein kleiner Kanal. Da kann man die Kabel so ein bisschen durchleiten oder führen. Jetzt will ich mal schauen, ob ich das hinkriege. Dass die Kabel so ein bisschen da durchlaufen, ne? So, scheint zu funktionieren. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. So, denke mal, das passt soweit. Na, hier bei diesem Zusammenbauschritt, also bei diesem Schritt ist es wichtig, dass man dann hier oben mal reinguckt. In diesem Bereich kann man jetzt hier leider nicht erkennen, dass hier unten die Kabel, die da auf dem Boden langlaufen, dass die halt von dem Metallklotz hier nicht geklemmt werden. Ne? Die müssen dann sauber hier vorne aus der Öffnung rauslaufen. Das ist ganz wichtig, ne? Dass man da nichts verletzt an den Kabeln. Weil sonst könnte man sich da eventuell einen Kurzschluss einfangen. Das wäre jetzt natürlich nicht so schön. Ne? So, das heißt, der Tender ist im Prinzip fertig. Upsi. So, jetzt muss ich dann hier vorne diesen Kabelkrempel noch fertig zusammenbauen. So, schauen wir mal. Das kann ich auch mal ein bisschen einkürzen hier. Gelbes Ding. So, ich mache die Kabel jetzt immer so ein bisschen fertig. Ja, und dann können wir uns das gleich nochmal angucken, wenn ich das gemacht habe. Ne? So. Okay. So, hier seht ihr nochmal den Patienten. Ich habe jetzt die Leitung alle zusammengelötet. Im Prinzip die beiden blauen von vorne und hinten von der Lok mit dem blauen Decoderkabel. Dann das grüne Kabel, was von hinten kommt, mit dem grünen Decoderkabel, weil das läuft aber nicht über die Schnittstelle bei der sechspoligen Schnittstelle. Ja, dann habe ich das gelbe nochmal verbunden mit der gelben Schnittstellenleitung, ne, weil das hatte ich nicht hinten durchgeführt, das hatte ich vergessen. Ja gut, weiß ist klar, ne, ist für Laterne vorne und die anderen Leitungen sind halt auch da dran. Ne, wie gesagt, Stromabnahme links habe ich hier angelötet, Stromabnahme rechts habe ich da angelötet. Das ist soweit okay, ich mache mal einen Batterietest. So, das heißt, der Motor dreht sich, das könnt ihr hier sehen. Und es leuchtet auch dazu passend, wenn das Ding vorwärts fährt. Upsi, das weiße Licht geht an.
Hinten geht das Rote an. Und wenn das Viech rückwärts läuft, geht halt hinten das weiße Licht an. Also das funktioniert alles, das ist schon mal bestens. Ja, nächster Schritt ist jetzt, diesen ganzen Kabelblödsinn hier da in das kleine Loch reinzuschieben, ne? Und dann den Kasten zusammenschrauben und hoffen, dass da ja alles irgendwie zusammenpasst. Das ist jetzt mein nächster Job. Da friemel ich mal ein bisschen rum. Da werde ich wahrscheinlich auch gleich ein bisschen fluchen. Deshalb stelle ich jetzt die Kamera erstmal ab und schaue den ganzen Rotz da zusammen, ne? Okay. Bis gleich, wenn alles zusammengebastelt ist. So, wie ich das schon angekündigt hatte, ne, der Zusammenbau hier, das ist immer ein bisschen super nervig. Wichtig, macht zuerst den Tenderdeckel drauf, weil da ja hier diese beiden Kuppelstangenbleche reingeführt werden. Wie gesagt, zuerst den Tender zumachen mit den Kuppelstangen, dann das Ding auf den Kopf legen, die Kabel vorsichtig da unten in diesen kleinen Raum reindrücken und dann langsam das Ding reinlaufen lassen. Ne. So hat es jetzt ganz gut funktioniert. Ich hoffe mal, es bleibt auch dabei. So, jetzt kommt noch das Vorlaufdrehgestell da dran. Schraube. Und dann hoffe ich, war es das. Wenn denn dann jetzt mal die Schraube da reinpassen würde. Ach nee, ach, ich bin auch doof, ey. Ich muss das da unten reinschieben. Ja, ich bin so blöd, ey. Ja, toll Idiot, ey. Das muss da rein, ey. Ja, das war dann Schuss in den Ofen, ey. Scheiße. Das muss ja da unten rein. So, jetzt geht er da zu, der Scheißdreck, ey. Ja, das ist halt immer so, ne? Bist du so gut wie fertig? Dann passiert immer noch irgendein dämlicher Blödkram. So. Okay. Koffer ist zu. Das fährt ganz gut hier vorne. Das ist schon mal schön. So. Müsste eigentlich alles ganz gut funktionieren. Ich mache mal einen Batterieonkeltest hier. So, das Ding fährt vorwärts, Licht geht, kann man sehen. Ne? Motor dreht da in die richtige Richtung. Ja, das ist schon mal gut. So, rückwärts fahren. Ist hinten Licht an. Okay, das ist ein bisschen gelblich. Na gut, auf jeden Fall ist bei Vorwärtsfahrt hinten rot, sieht man, ne? Und bei Rückwärtsfahrt, na gut, das ist halt gelblich warmweiß, ne? Aber funktioniert halbwegs. Gut, das Ding soweit fertig. Kommt jetzt noch Lokführerkrempel rein hier, Lokführer und Heizer. Programmiergleis programmieren und dann geht's ab auf die Anlage. Bis gleich. So, der Apparat ist wieder auf dem Prüfstand. CV sind geschrieben. Vorne seht ihr, ja, das ist jetzt Rückwärtsfahrt. Also das ist das Fahrt vorwärts, ist halt das vordere Licht an. Kann man sehen, ne? Dazu hinten rotes Licht. Kann man auch sehen. Aber das werde ich noch mal ein bisschen abdimmen, glaube ich. Das rote Licht kann ich mit F1 wieder abschalten. Und beim Fahrtrichtungswechsel ist dann halt hinten weiß. Vorne ist erstmal nichts. Und da kann ich aber mit F1 auch das weiße Licht dazu schalten. Ja, hinten das rote werde ich gleich noch ein bisschen abdimmen. Das ist mir ein bisschen hell. Das ist mir, glaube ich, auch ein bisschen hell. Das mache ich noch mal ein bisschen dunkler. Ja, aber ansonsten funktioniert der Kollege. Das ist schon mal gut. Dann geht er gleich nochmal auf die Anlage. So, die P8 steht jetzt hier auf dem Gleis. Hinten dran hängt der, hoffentlich der dazu passende Zug. Das sind nämlich die preußischen Dreiachser. Ich denke mal, das sollte ganz gut passen. Hier haben wir ganz kurz das rote Rücklicht. Das hatte ich nochmal abgedimmt auf den Wert 12, weil das relativ stark geleuchtet hat.
Aber da ja Waggons dranhängen, geht das Ganze natürlich aus. Zug fährt dann auch mal los. Ja, dabei sind wieder die Inspektoren, die Hermine, hi Süße, na du? Die kuschelt sich darum. Eben als Blub gemacht. Genau. Das Wiefchen ist ey. Ja, Hermine guckt sich das Ganze von hier unten an. Na du, kleine Motte, ey. Hi Süße, ne? So, da der Zug auf der ersten Runde mit Waggons. Ich hatte die eben schon mal eine Runde fahren lassen. Da haben sie nur vorne die Räder relativ schwer gedreht. Da musste ich nochmal nacharbeiten. Da hatte sich ein Kabel verklemmt. Und ich habe das Ganze auch gleich nochmal ein bisschen geölt. Und jetzt läuft das Gerät eigentlich relativ geschmeidig. Hoffe ich zumindest. Also Räder habe ich nicht gereinigt, das habe ich ganz vergessen. Aber ein Lokführer ist da drin und ein Heizer. Ja, habe ich gerade gesagt, nicht gereinigt, ne? Bleibt sie schon stocken. Also ich finde ein sehr, sehr schönes Modell von Fleischmann. Da, der hat die Kuschelbiene wieder. Hi, neue Mine, alles gut? Süße Maus, jo. Jo, Schatzi, was ist denn los? Jo, Mio Mio, bist du wieder kuscheln, ne, du Süße. Oh, da kommt die Vivi, kommt auch dazu. Hi, Vivi. Hallo, Vivi. Ja, jo. Hi, Hermi. Ja, die Hörmchen ist auch da, ne? Ja, ihr Süßen. Ja, ist alles gut. Ja, alles gut, ihr kleinen Mäuse. Ne? Ja, also ich mag die Lokführer sehr gut leiden, gefällt mir. Schönes Teil. Ja, das war die kleine Testrunde. Modell fährt prima. Räder werde ich nochmal reinigen, damit es ein bisschen ruckelfreier noch fährt. Ja, Umbau war nicht so schwierig. Was nicht so schön war, ist halt hier den Decoder mit dem ganzen Gabelgelumpe da in diesen Raum reinzumachen. Ne? Das ist halt ein bisschen nervig gewesen. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, war der Umbau nicht so schwierig. Geht ganz gut von der Hand. Modell kann ich euch empfehlen. Ist schon eine ältere Version, aber super detailliert. Ne, wie man das von Fleischmann kennt. Wunderbares, schönes Modell. Ja gut, dann danke ich euch nach wie vor fürs Zuschauen, wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Video, macht's gut und tschüss.